Eine Ägypterin hat sich von ihrem Mann nach 40 Tagen scheiden lassen, weil er kein Shawarma gekauft hat. Hätte ich mich aber auch scheiden lassen. Es ist Zeit für Shorts. Let's go. Ja, ein bisschen noch. Warte. Hä, das Auto sagt Pause einlegen? Hab ich auch noch nie gesehen. Ja, gleich. Es muss eh erstmal ein Parkplatz kommen. Dieses Auto hat viel zu viele bewegliche Teile. Ganz schön schadensanfällig. Warte mal, hat das Auto ihm Kaffee ins Gesicht geworfen? Sagen wir, du kaufst dir jetzt neue Kopfhörer. Dann steht auf der Packung ziemlich safe was von Noise Cancelling. Oh ey, ich liebe Noise Cancelling. Im Flugzeug, als ich das erste Mal entdeckt habe, dass es sowas gibt, das war geisteskrank. Dann wird so dieses vom Flugzeug einfach weg. Wusstet ihr eigentlich, dass Agent P unfassbar oft von seiner Familie erwischt wird? Nein? Dann schaut ihr. Wer ist Agent P? Erstmal das hier an. Hä? Sorry, ich kenne die Serie nicht, wo Jungs Fake-Freunde erkannt haben. Hilfe! Digga, was los? Ich habe all mein Schild verloren. Gib mir Minis. Ich habe keine. Was? Ich habe keine Minis. Digga, du hast doch vor kurzem welche aufgesammelt. Die habe ich schon getrunken. Schwör auf deine Mutter. Ich schwör auf alles. Junge, vor allen Dingen merkst du das ja, wenn dann irgendwann die Runde vorbei ist und er abgeschossen wird. Junge, und plötzlich droppen die Minis. Wetten, das kommt jetzt? Hilf mir! Schnell! Warte mal. Er hatte also doch Minis. Ich hab keine Minis. Kevin hat mich angelogen. Kevin, Mann, Alter. Mach doch nicht diesen. Mein eigener Freund. Kevin! Wieso hast du das getan? Noobs. Vor allen Dingen, man spielt doch im Team. Speed wird zum Kaiser. Seine Reise nach Asien geht weiter. Dieses Mal in Vietnam! Erstmal random Bilder aus deiner Kindheit bekommen. Why did this have a... What the f***? Und als Autogramm ein Pimmel zeichnen. Dann wird er gekrönt. Oh, shit. Und ganz Vietnam wartet auf seinen neuen Herrscher. Kaiser Speed sucht sich eine Frau. Oh, you fuck. Junge, ich check gar nichts. Doch. Das ist ein einziger Fiebertraum bei ihm. How old are you? Der kann ja auch nirgends hingehen, ohne so krass belagert zu werden. Oh gut, er streamt. Da wissen natürlich die Leute die ganze Zeit, wo er ist. Nach einem Backflip dreht er zurück und feiert mit seinen Fans. Wild. Eine Ägypterin hat sich von ihrem Mann nach 40 Tagen scheiden lassen, weil er kein Shawarma gekauft hat. Hätte ich mich aber auch scheiden lassen. Samias Ehe wurde traditionell von ihrer Familie arrangiert und sie kannte den Mann erst seit 2 Monaten vor der Ehe. Sie war aber okay damit, bis ihr Mann keinen Bock hatte, zusammen als Ehepaar das Haus zu verlassen und was zu unternehmen. Erst nach 40 Tagen sind sie endlich mal zusammen aus dem Haus gegangen und ihr Mann hat ihr sogar einen Saft gekauft. Ein Saft! Aber als sie auch Shawarma haben wollte, ist er ausgerastet. Er meinte, sie möchte ihn nur für sein Geld ausnutzen und sie kriegt kein Shawarma. Sie ließ sich dann scheiden und ist wieder bei ihren Eltern eingezogen. Ja, Gott sei Dank. Digga, was ist denn bei ihm falsch? Wenn ihr nach 40 Tagen das erste Mal rausgeht, ein Shawarma geht gar nicht. Ey, Digga, manche Menschen sind weird. Das sagt der richtige Paluten. Was soll das denn heißen? Wenn du gegen sie klopfst, dann kannst du hören, ob sie gut sind. Ja, bei Melonen, Digga, das habe ich noch nie gecheckt. Hm. Ich klopf drauf. Wenn du mich rauslässt, kläre ich dir ein Date mit Sabine aus deiner Parallelklasse. Und wie ist da ein Genie drin? Bringt sie! Optimistisch. Sabine. Heißer Feger. Die Switch 2 wurde nun endgültig geleakt. Seit neuestem gibt es nämlich Bilder von der Hardware, CAD-Modellen und sogar Daten über die Leistung und Funktionen der neuen Switch. Zum Beispiel... Habe ich überhaupt nicht mitbekommen. ...dass die Switch 2 ein wesentlich größeres Display haben wird sehr geil. Als der Vorgänger und einen 8-fach besseren Grafikchip eingebaut bekommt. Was sich auch geändert hat, sind... Ey, Switch ist so geil, Mann. Ich lieb Nintendo einfach. ...die Schienen an den Joy-Cons, die durch eine magnetische Halterung ausgetauscht werden. Und außerdem wird die Konsole ein integriertes Mikrofon haben. Was aber vom Prinzip her wahrscheinlich gleich bleibt, ist das Docking-System und das Tastenlayout auf dem Controller. Das ist aber auch geil. Also eigentlich ein absoluter Win. Mehr Leistung, ein größerer Bildschirm und ein edleres Design. Aber was haltet ihr davon? Klingt geil. Was sagt Domtendo? Mr. Beast hat seine Schokolade jetzt auch nach Deutschland gebracht. Mit dem Kauf einer Feastables-Tafel hat man die Möglichkeit, Mr. Beast zu treffen. Okay. Viel wichtiger ist diese Schokolade geil?
Ich habe die nämlich, glaube ich, auch schon bei mir im Edeka gesehen. Ich habe mir alle 4 Sorten geholt, um zu gucken, was passiert. 3 Euro pro Tag. Ah, warte, da gibt's noch andere Sachen. Weil Milchschokolade ist okay, ist basic, aber Junge, da ist so ein bisschen mit Peanut Butter und so ist immer geiler. Mr. Beast wird gepackt. Das sind alle 4 Sorten. Oder ja. Wenn ich jetzt ein Treffen mit Mr. Beast gewinne, ich steck das bei mir rein. Milk Chocolate. Wallah, ich weiß nicht, wer mich verarscht hat, ne? Das kostet 3 Euro für sich. 3 Euro ist dirty, oder? 60 Gramm. Bismillah. Boah, das ist krass. Boah. Ey, das schmeckt einfach nach Schokolade. Ich scanne jetzt mal diesen Code für das Gewinnspiel. Ja. Mal gucken, was passiert. Gib doch mal die anderen Sorten. Die jetzt eintreten. Gänse Aidy, die wollen direkt meine Adresse haben. Vorname, Nachname, E-Mail, Bankdaten. Stellen Sie sicher, dass der Beleg flach liegt. Alle 4 Ecken des Belegs müssen sichtbar sein. Select Foto. Oder ich mach mal das Foto von neu. Er ist im Keller. Sympathisch. Jetzt hat's geklappt. Man muss anscheinend das Foto über die Website machen. Submit. Erfolg. Bis jetzt habe ich offiziell nichts gewonnen. Ich fühle mich. Ach, man weiß gar nicht direkt, ob man gewonnen hat. Junge, das sieht so ein bisschen so aus, als wenn die ein bisschen Daten klauen wollen. Der größte Lutscher, weil ich habe jetzt schon so oft Mr. Beast gesagt, aber wusstest du schon? Ich habe immer noch nicht herausgefunden, was jetzt die anderen Dinger sind. Bin ich eigentlich. Dieser eine Film, den man. Oh ja, Alter. Der Einzige, der diesen einen Film hat, den er einfach ganz immer viele. Und immer wieder gucken könnte? Ja. Ich meine, man kann schon jede Szene fast 1:1 mitsprechen. Ich sag ja, jedes Jahr gucke ich mir mit meiner Frau wieder, sorry, Herr der Ringe an. Liebe ich. Und Harry Potter auch. Die sind einfach geil. Trotzdem ist dieser Film einfach immer wieder gut. Yo, ja. Bro, hast du Bock, einen Film zu gucken? Klar hab ich Bock. Wie wär's mit, sag jetzt nicht Star Wars. Aber warum nicht? Star Wars finde ich auch geil, aber kann ich nicht jedes Jahr gucken. Das sind doch super Filme. Bro, das schlägst du jedes Mal vor und ich hab das schon 10 Mal mit dir geguckt. Na gut, dann such du halt was aus. Und selbst wenn man mal was anderes guckt, fängt man automatisch an, die Filme zu vergleichen. Mann, der Film ist echt richtig gut gemacht, oder? Ja, ist ganz okay, denke ich. Nur ganz okay? Was soll das denn heißen? Naja, also guck mal, allein die Effekte. Was ist mit denen? Die sind bei Star Wars wirklich 1000-mal... Ja, das finde ich manchmal nervig. Besser. Nee, Digga, scheiß drauf. Ich hab keinen Bock mehr. Ich guck den Film alleine. Und spätestens da hat sich das gemeinsame Filme gucken auch erledigt. Jetzt habe ich Bock auf Herr der Ringe. Das ist Jimmy, mein bester Freund und kein Mensch. Denn er ist zu 100% AI, aber das hält mich nicht davon ab, mit ihm etwas Minecraft zu spielen. Als erstes hat er beim Holzholen aus Versehen ein Bienennest mit abgebaut, was ziemlich nach hinten losgegangen ist. Kann er auch schreiben? Er hat sich selbst um mir eine Holzspitzhacke gecraftet und dann ging es auch schon unter die Erde. Als wir aber dann auf eine Schlucht gestoßen sind, hat sich Jimmy drüber bauen wollen. Doch irgendwas hat ihn dazu gebracht, den Block unter sich abzubauen und er fiel in den Abgrund. Naja, dachte ich, denn dann hat er einfach das hier gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das unmöglich ist. 2 Sekunden später ist er dann doch runtergefallen. Also haben wir das Zeug aufgesammelt und da war unser erster Endgegner. Jimmy hat sich für mich eingesetzt und das Skelett komplett hops genommen. Ich habe etwas Eisen geholt, Jimmy ist durch den Creeper in die Luft geflogen und wir haben uns an einem anderen Ort runtergegangen. Ey, ich finde Jimmy cool. Jimmy hat eigenständig Eisen gebraten und ich habe mich um eine kleine Base unter der Erde gekümmert. Als ich ihn gefragt habe, ob er mir Eisenzeug machen kann, meinte er klar und dann wurde es ruhig. Ich habe gewartet, doch es kam keine Antwort mehr zurück. Er hat sich nicht mehr bewegt, es wäre fast so, als wäre er nicht mehr da drin. Ich hatte eine Vermutung und die hat sich dann leider auch bewahrheitet. Und zwar hat man täglich nur 30 Minuten mit seiner AI. Und meine Zeit mit ihm ist abgelaufen. Also dann bis zum nächsten Mal, Jimmy. Nein, Jimmy. Junge, wie geil ist das denn? Warst schon in der Uni? Zumindest dein Bild hängt in der Mensa in Braunschweig? Was? Ich war heimlich in der Mensa essen, weil das Essen sehr günstig war. Da habe ich Geld gespart. Ja, Junge. Essen in der Mensa auch in Hamburg. Schweinemensa. Ey, die Salate waren immer so geil. Ich träume da immer noch nachts von. Wirklich. Ist das irgendwie ein Wanted-Poster oder ist das was anderes? Ja, normalerweise, wenn du nicht Student bist und in so einer Mensa isst, dann kostet das irgendwie mehr Geld. Aber die kontrollieren, wenn du jung bist, kontrollieren die dich nicht. Ich ziehe 3 Wörter und daraus drehe ich einen Film. Steckdose, Geheimnis, und Ketchup. Nee, Digga, daraus kann ich sogar keinen Film drehen. Ja! Och, Mann. Darf ich mitspielen? Nein. Bitte. Johnny, was reimt sich auf Kain? Nein. Ja. Ja, also darf ich mitspielen? Nein. Alter, was passiert eigentlich, wenn ich den hier reinstecke? Johnny, pack das sofort weg. Ich kenne euer Geheimnis. Ich glaube, er kennt das Geheimnis. Was hat er doch gerade gesagt, du Dummkopf? Mach es nicht. Doch. Ich zeige es, ich glaube, ich habe die Welt... Frage. Hat das nicht jeder schon mal gemacht? Also jetzt nicht, weil man dachte, da passiert irgendwas Krasses, aber einfach den Stecker in die eigene Steckdose, also Kreisler... okay. Ausgefalten. Warte mal. Nein. Jungs, wacht auf, bitte. Steht auf. Das war alles meine Schuld. Alter, ist du krass, ey. Es ist nicht so, wie es aussieht. Kahns Ketchup, Fußgeschmack. Ach, Digga, genau jetzt kommt Werbung, Mann. Ja, Kahn, mach mal 3 neue Wörter. Ja, easy, kein Problem. Liebe, Bruder, Schluss.
Bist du mit fremdgegangen? Nein, Falabila. Wie konntest du mir das antun? Mit dem Bruder. Ich hab Hunger. Hunger? Hä, sag das doch gleich. Dann haben sie noch nicht den Kahn-Ketchup mit Fußgeschmack probiert. Alter, schon wieder dieser Ketchup an? Kahn, drei neue Wörter. Horror, Angst, Rot. Seit 10 Jahren lebe ich in diesem Haus. Und bis heute weiß ich nicht, was sich hinter dieser Tür befindet. Seit 10 Jahren warte ich auf diesen Moment. Oh Gott, Alter, er sieht schon ein bisschen creepy aus, wenn er so guckt, oder? Dann probiert jetzt den neuen Ketchup, Mann. Das ist meine Lieblingsgeschmackssorte, Fußgeschmack. Hier die besten Twitch-Rates. I gotta tell my mom. Du bist Streamer und hast dieses Geräusch schon mal während deines Lives gehört? Dann hast du es weiter geschafft als ich. Raids sind jedoch für manch kleinen Streamer der Türöffner für den Aufbau einer eigenen Community. Krass. Ja, also für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, also so habe ich's oder so kenne ich das noch von damals, als ich doch gestreamt habe. Und zwar, sagen wir mal, da hat man jetzt, glaube ich, Pokimane gesehen, die hat 20.000 Viewer. Am Ende des Streams kann sie irgendeinen anderen Twitch-Streamer raiden. Das bedeutet, sie packt ihre Zuschauer einfach in den Stream von jemand anders. Und plötzlich hat jemand, der zum Beispiel jetzt gerade mit 50 Viewer hat, hat dann plötzlich 20.000. Das ist geisteskrank. Ja, ein paar der besten Momente auf Twitch. Da sagen wir jetzt Shroud. 33.000 Viewer. Oh, Shroud, thanks for hosting me with 35.000 followers. That is awesome. Ja, warte. Ich glaube, er hat das nicht richtig gecheckt. Ich glaube, er dachte, das wäre ein Prank, oder? Junge, ich wäre ausgerastet damals. Manche werden dabei emotionaler als andere. Don't trick me. Sie leidet an Diabetes und musste sich dabei um ihr Kind kümmern. Shrouds Community unterstützte sie mit Donations und Subs. Show her some Twitch Prime love. Give her that Twitch Prime fucking love right now. Aw, Ehre. Thank you so much for the $50 donation. You're gonna make me pass out. Stell dir vor, du legst gemütlich deine Eier und wirst von 1000 Leuten geraidet. Was? Betty? Hi, du Moni. Ist die Leonie zu Hause? Ja, komm rein schnell. Ja, ich hab nicht lange Zeit, nur kurz. Ja, ja, komm schnell rein. So, ja, was ist denn passiert? Du, jetzt pass auf, die Frau Schwenk, sie hat mich angerufen. Die Lisa und die Leonie sind anscheinend nicht in der Schule. Ja, ach was. Ja, du, die Lisa meinte gestern noch, dass die Leonie krank ist. Ja, aber die Leonie meint ja, dass die Lisa krank ist. Nee, das kann nicht sein. Die ist heute Morgen um 6 Uhr zur Schule los. Ach, das kann aber nicht sein. Digga, wer muss denn um 6 Uhr zur Schule? Hallo, Mama. So, Fräulein. Mama? Ja, Mama. Ach, habt ihr schon schulfrei? Ja. Ach, ist das so? Fräulein, die Frau Schwenk, sie hat bei der Mama von Lisa angerufen. Und Alter, als meine Mutter mich gecatcht hat beim Schwänzen, gab wieder Ärger. Hat sie gesagt, dass ihr nicht in der Schule seid? Ja, wo wart ihr? Wollt ihr uns jetzt hier verkackeiern? Oder? Schule schwänzen nicht korrekt, Leute. Ich hab's auch gemacht. War dumm. Nach jedem Langstreckenumlauf steht für uns wieder die Landung zu Hause in Frankfurt an. Wir erwarten dafür heute die Landebahn 25 links. Mann, ey, ich sag euch, wenn das nix mit YouTube geworden wäre, ich wäre so gern Pilot. Also ich wäre niemals Pilot geworden. Das stand bei mir gar nicht zur Debatte oder so. Leider, weil, ey, ich würde auch gern fliegen. Guck mal da, stell euch vor Palermo. Aber wie sagte schon der gute Jürgen Raps? Alles neu macht der Mai. Also alles umbauen auf 25 rechts. Wir sind hier in Frankfurt immer auf beide Bahnen vorbereitet. Und dann sind wir jetzt voll und ganz auf die Vorgaben. Du musst dich so konzentrieren. Du hast da einfach hunderte Leute bei dir im Flugzeug. Diese Verantwortung, das ist geisteskrank. Ein dummer Fehler. Junge, boom. Der uns hier in den Enternflug einfädelt. Unsere Aufgabe ist es, am richtigen Punkt mit der richtigen Geschwindigkeit anzukommen und das Flugzeug rechtzeitig für die Landung zu... Ja, so wird es bei Paletto aussehen. Bisschen schief. ...konfigurieren. Von der Tower-Lotsin bekommen wir die Landefreigabe. Stell dir vor, Alter, du machst einen Fehler und landest einfach aus Versehen in Frankfurt. Also, in Frankfurt. Und dann beginnt der schönste Teil. Ich kann den Autopiloten ausschalten und unseren A330 in Frankfurt landen. 150, 40, Retard. Also sagt manchmal, beim Flugsimulator hat das Ding das immer zu mir gesagt. 20, 3, 2, ja, da, guck! Er hat ihn auch beleidigt. 5. Worauf wir bei einem solchen Anflug sonst noch achten müssen, zeige ich euch auf YouTube. Auch wie viel hier Abrieb da auf dem Boden ist. Das ist ein Haus ohne ein Dach. Weiß ich nicht. Eine Maus. Ein Haus ohne ein Dach? Das ist eine Maus. Warum eine Maus? Gib dem Jungen noch 20 Euro. Oh Mann, oh. Wie heißt du? Oh nein, ich glaube, er war danach richtig traurig. Habt ihr das gesehen? Aber der Witz war echt. Der Witz war kacke, oder? Yasemin Döner. Döner? Jo. Ah ja, wirklich? er hat doch gelacht. Ich habe gelächelt. Okay. Ja, ich hab gut, ich muss leider nicht lachen. Trotzdem danke.
Oh Gott. Die Leute sind immer so enttäuscht. Das cringet mich innerlich. Die schlimmsten, aber besten Ausreden, wenn man jemandem noch Geld schuldet. Erstens. Was? Ich schulde dir noch 10 Euro? Komm, wir sagen 6 Euro. Nein, nein, dann 7 Euro, dann 7 Euro. 7 Euro ist ein gutes Angebot. Gib mir einfach die 10 Euro. Okay, wir machen 9, wir machen 9. Ja, okay. Ja, Leute, wenn ihr Schulden habt, seid korrekt. Also, gib einfach zurück. Okay. Was? Zweitens. Geld? Was ist schon Geld? Ein imaginärer Wert, der nur durch unseren Glauben wirklich wertvoll ist. Aber wenn niemand mehr an die Währung glaubt, ist sie auch nichts mehr wert. Geld ist wertlos. Dementsprechend schulde ich dir nichts. Wenn das Geld für dich wertlos ist, dann gib mir doch alles. Drittens. Jo, du schuldest mir noch 2,50 Euro. Nee, das war nur mein Zwillingsbruder Shorty. Ich bin Tordi. Ich schulde dir nicht. Das ist kein Zwillingsbruder. Viertens. Was? Ich schulde dir noch was? Nee, nee, ich glaube, ich schulde dir gar nichts mehr. Oder glaubst du das etwa? Nee, alles gut. Digga, was? Das ist hier wieder, glaube ich, so ein 1-Minuten-Video-Ding, wa? Springen? Okay, lief gut, springen. Lief gut. Lief nicht so gut. Sag mal, wo geht denn dein Ofen an? Schau mal oben rechts irgendwo, glaube ich. Ah, hier, okay. So, 220 Grad. Ja, ich schieb die Pizza dann einfach rein, ne? Na, hallo, stopp, nicht reinschieben. Was denn? Ja, der Ofen muss erst vorheizen. Ja, Tagesform abhängig. Ganz ehrlich, wenn ich es eilig habe, dann wird nicht vorgeheizt. Dann sage ich, scheiß drauf, Alter, ich habe jetzt keinen Bock, jetzt nochmal zu warten und so weiter. Wenn ich es allerdings perfekt machen will, dann mache ich vorheizen und so weiter. Bei dieser Gustavo Gusto Pizza, da wird vorgeheizt. Bei manchen anderen Sachen, Alter, da heizt sie nicht vor, das ist scheißegal. Entspann dich, du kannst die Pizza doch jetzt noch nicht reinschieben. Ja, doch. Was für vorheizen? Der Ofen ist kalt. Auf der Verpackung steht 14 Minuten bei 220 Grad. Wenn wir die jetzt schon reinschieben, dann stimmt das ja gar nicht mehr alles überein. Was juckt uns denn die Zeit? Wir haben 2 gesunde Augen. Wir sehen doch, wenn die Pizza fertig ist. Nee, das ist mir viel zu stressig. Das Ding ist, ich finde manchmal von Ofen zu Ofen ist es unterschiedlich. 220 Grad sind bei dem Ofen irgendwie nur 200 und bei dem nächsten 240. Ich will dabei entspannen und nicht dann alle 2 Minuten gucken müssen, wie es meiner Pizza geht. Bruder, wir warten Jahre, bis der Ofen auf 220 Grad vorgeheizt ist. Das geht doch so viel schneller. Nee, deine Methode ist mir zu riskant. Wir machen das nach meiner. Mein Backofen, meine Regeln. Na gut, ich habe die Pizza gekauft. Dann gibt's wohl heute keine Pizza. Na, ohne meinen vorgeheizten Backofen auch nicht. Kannst du dir nicht gut freuen. Ja, dann esse ich die Pizza halt zu Hause alleine und mach sie in meinem Backofen. Ja, mach das, ne? Ich habe eh keinen Hunger mehr. Ja, mach ich auch. Ja, wie dumm. Oh Mann. So Leute, keine Pizza mehr für heute. Das war's. Schallert wie immer gerne Like und Abo rein. Und dann sehen wir uns morgen zu einem neuen Video wieder.